Hallo liebe Leute, hier ist euer Chojin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen eine weitere Schnupperstunde und schauen uns das Spiel Dead Cells an. Ein Action-Plattformer, wie man ihn von anderen Metroidvania-Spielen kennt. Sehr, sehr geil gemacht, kann ich schon mal vorweg sagen. Ich habe mir ein Video angeguckt auf Steam, sah sehr cool aus. Und die Bilder und dergleichen haben mich direkt gefesselt. Kam 2018 raus im August, ist also schon anderthalb Jährchen alt. Und ihr seht schon im Hintergrund schöne, kleinere Pixel und dergleichen. Wunderschön aber alles gemacht. Sieht total geil aus. Voll in der Retrowelle, genau wie wir es lieben. Und ich war gerade schon drin, habe eigentlich das Video gemacht dazu und gab es Probleme in der Aufnahme. Das heißt, leider ist es jetzt nicht mehr blind, was gerade in der Aufnahme war, es am Ruckeln gewesen. Im Spiel habe ich nichts gemerkt, es war flüssig. Und deswegen musste ich jetzt nochmal neu testen. Darum Spielstand 2. Seht ihr, ich bin da schon drin gewesen. Eigentlich mit euch, aber es ist halt in der Aufnahme gewesen. Deswegen starten wir nochmal von vorne. Wie gesagt, leider nicht mehr ganz blind. Weil das war schon... Jetzt fehlen die Wow-Effekte, die mir immer wieder, wenn ich was Neues entdeckt hatte und dergleichen. Das finde ich so schade. Kommt dann halt cooler rüber, ne? Wenn ich auf einmal so, wow, wo ich das gesehen habe hier, habe ich gedacht, wow, voll geil, ein Riese mit einer Lanze durchbrochen. Hammer. Naja, egal. Irgendwie bereitet mir dieser Anblick Kopfschmerzen. So wie es aussieht nämlich, das habe ich zu dem Zeitpunkt natürlich dann auch nicht gewusst, aber ich erfahre von hinten von der Person gleich, dass man... Bist du nicht der kopflose Kerl, der hier durch die Gegend streift? Anscheinend sind wir da gestorben. Ja, genau. Nick. Also ihr merkt schon, es gibt eine eigene Sprache, wie man das von anderen Plattformen in den letzten Jahren kennengelernt hat. Da sparen sich die Entwickler natürlich teure Sprachausgaben, unterschiedliche Sprecher, die man haben muss und dergleichen. Finde ich also vollkommen legitim. Was ist los? Hast du etwa die Sprache verloren? Ach so, stimmt ja. Du hast ja gar keine Zunge. Es muss jedenfalls ein seltsames Gefühl sein, von den Toten zurückzukehren. Keine Ahnung. Das ist dir sicher aufgefallen, oder? Du kannst nicht mehr sterben. Oh doch, wir können sterben. Wir kommen immer wieder neu. Wir gehen halt kaputt und kommen neu und müssen von vorne wieder anfangen. Grrrk. Der eine findet's geil. Und der andere denkt sich bei so Spielen, ich will eigentlich speichern und dann neu laden und weiterkommen. Je nachdem, wer was lieber mag halt. Hier ist es, man macht immer wieder von vorne, hat zwar Upgrades mit der Zeit, und wird dadurch auch stärker und kommt halt weiter im Dungeon. Auch wenn ich nicht genau weiß, warum. Aber du bist nicht der Erste, dem dieses Schicksal widerfährt. Nur falls du dich das fragst. Hm? Für noch einer? Keine Ahnung. Mir egal, ne? Was auch immer seine Gestiken da bedeuten. Bam! Das finde ich geil. Man kann Türen zerhämmern. Auch die Streuwirkung von dem Holz. Auch so ein Effekt, den ich dann gemerkt habe beim Video gerade eben. Wo ich sagte, wow, cool, das tut den Gegner da hinten auch noch Schaden machen. Finde ich geil. So, Sprungattacke und dergleichen, das, dadurch ist es natürlich jetzt auch was einfacher, euch Sachen zu erklären, die ich rausgefunden habe. Zum Beispiel, man hat zwei Waffen, X und Y, darauf können wir die legen, ihr seht das links unten, wir können nie mehr als zwei Waffen haben. Das finde ich zum Beispiel ganz geil, eine Fernkampf- und eine Nahkampfwaffe, obwohl vielleicht kann man später noch mehr haben, ich weiß es nicht, wie gesagt, ich war erst eine halbe Stunde drin. Oder wir nehmen ein Schild. Ich habe erst mit dem Bogen versucht. Fand ich eigentlich ganz geil erst. Dann habe ich mich aber doch umentstiegen und bin auf das Schild gegangen. Da ich euch aber beides zeigen will, fangen wir jetzt mal mit dem Bogen an. Zack. Zack, zack. Oh, ah. Das hätte ich zum Beispiel jetzt blocken können mit dem Schild. Wäre aber... Oh, Moment. Wäre aber... Hätte aber trotzdem etwas Schaden genommen. Und wenn ihr links unten mal schaut, da steht die 86 von 100. Das sind also unsere Lebensenergie, die auch größer werden kann. Und da links neben haben wir Rot, Lila und Grün. Das ist einmal für Nahkampf, Fernkampf und das andere weiß ich gar nicht mehr, was es war. Zack, auf jeden Fall sehen wir das gleich, wenn wir ein Upgrade kriegen. Das hier ist Gold. Bäm, her damit. Und seht ihr, es wird mehr. Damit kann man sich dann später Waffen und dergleichen kaufen. Ups, schnell weg hier. Ja, komme. Und weg hier, da kommt da wieder einer angesprochen. Müssen gut stehen. Und hier finden wir was Geiles. Einsam, das Blutschwert. Was total scheiße ist. Ich war total happy, wo ich es eben gefunden hatte. Ey, geil.
Pergament, kann ich mir eine coole Waffe jetzt selber machen. Hab direkt gedacht, Blutschwert, damit kann ich mir doch sehr wahrscheinlich dann das Blut von den Gegnern, die Energie absorbieren und dergleichen. Nee, Pustekuchen, das macht, die Waffe macht 12 Schaden pro Sekunde auf den Gegner. Das heißt, ich hau einen an, zack. Und kann dann weggehen, dann nimmt der Schaden jede Sekunde. Wenn ich aber sehe, dass mein Schwert hier schon über 100 macht, mit einem Schlag, ist das Blutschwert scheiße. Bams, habt ihr das gesehen? Hat ihn sogar betäubt. Geil, geil gemacht. Also ihr merkt schon, das spielt sich sauflüssig. Ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt auch flüssig ist, nicht wie die eben. Und ja, das habe ich gefunden. Da stand Kitzeln. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen kann. Was hat das für einen Effekt? Und dann habe ich ein anderes noch gefunden gehabt, das können wir vielleicht auch mal sehen. Wenn wir da irgendwann hinkommen, da konnte ich dann reiben. Habe ich gedacht, los Genie, geh auf. Komm raus, reib an der Flasche so mäßig, aber... Autsch. Dem ist leider nicht so. Permanent Macht, erhöht einen deiner drei Werte. Ja, her damit. Jibum. Da ist das, was meine Taktik. Das ist aber, glaube ich, Fernkampf, weil man sieht an dem Bogen, der ist lila und das Schwert, das ist rot. Also Brutalität, Nahkampf, was ich eher nutze momentan. Stimmt, wir wollten ja ein bisschen mit Bogen machen, ne? Habe ich jetzt da oben noch was vergessen? Ja. Auch cool gemacht, die Map rechts unten. Finde ich ganz geil. Ich weiß zum Beispiel, dass ich jetzt durch den ersten Abschnitt rushen müsste. Da kam eine Tür hinter. Die hatte... einen Timer von 2 Minuten gehabt. Und ich bin jetzt schon bei 2 Minuten 41, natürlich, weil ich auch kläre und Sachen sage. Das heißt, man müsste irgendwann sowieso wieder von vorne und immer schnell durchwaschen, um an die Sachen zu kommen. Schnell weg. Fernkampf. Ah, Fernkampf kann auch sehr geil sein, definitiv. Aber auch so ein bisschen safe ist. Hey, was ist das denn? Okay, das hatte ich beim letzten Mal nicht, man muss auch sagen, der Dungeon sieht ganz anders aus, weil er sich per Zufall neu generiert, wenn man immer wieder ins Spiel reinkommt. Was ein Wiederspielwert natürlich, Wiederspielwert macht natürlich. Knüppel 2! Aha. Ja, ich wollte den Bogen zeigen. Ja, komm, wir wollen euch hier natürlich auch den... Das ist nämlich das, was ich meine, man kann nur 2 Sachen haben. Ich kann das jetzt nicht zusätzlich noch nehmen und kann sagen, und jetzt stutze ich den Bogen unterm Rücken oder sowas. Das geht leider nicht. Aber dafür haben wir hier ein cooles neues Schild. Wow. Und es passiert auch was nebenbei, wie die Fledermäuse. Finde ich cool. Super gemacht. Also ich bin sehr gehypt vom Spiel jetzt schon. Ups. Lass mich mal hinter dich. Ja, man kann ausweichen. Ich nutze es zu wenig, was? Bams. Sesam, öffne dich. Und wieder etwas Macht erhöhen. Ja, noch mehr. Ach ja, auch wichtig sind die GP. Das, ich vermute, das heißt Grundpunkte oder sowas ähnliches. Oder Gesamtpunkte. Weil da gehen nämlich unten auch, wenn ihr mal auf die HP guckt, hatte ich ja eben 100 von 100. Und jetzt bin ich bei 110 von 165. Habe also 65 dazu bekommen. Und das sind, glaube ich, diese 39%. Da kriege ich also ein bisschen mehr auch. Und wenn ich jetzt hier nehmen würde, würde es wesentlich mehr werden, glaube ich. Aber da steht ja 50% Schaden mit grünen Gegenständen. Ich habe keinen grünen Gegenstand, mit dem ich schlagen kann oder so. Wie dem Schild. So ein Schildschlag oder sowas. Also gehe ich momentan einfach immer auf Schwert, würde ich sagen. Damit die da unten schneller down gehen und ich schnell viel Schaden machen kann. Das ist cool. 50% Gesundheit. Nahrung gefunden. Das kann man auch im Spiel einstellen. Das ist ziemlich geil. Im Optionsmenü kann man sagen, ich will, dass ich... nur Vegetarier bin oder vegetarische Sachen dann finde. Ich habe jetzt Fleischfresser drin, deswegen findet er natürlich Keulen und dergleichen. Hallihallöchen. Hier, nimm nur. Damit kannst du sowieso nichts anfangen. Aber falls du was Leckeres findest, bring mir doch was mit, ja. Okay, eine Grillpfanne. Gucken wir uns die mal an. Die macht mehr Schaden. Komm, wir hauen dick mit der Pfanne jemanden auf die Nase. Das ist ja hier schon so Bud Spencer-like. Was haben wir denn da? Frostschlag. Das ist eine Kombination zwischen Lila und Grün. Das ist auch interessant. Friert Gegner vor dir ein, verursacht keinen Schaden, wenn das Ziel bereits eingefroren ist. Mhm. Und hier haben wir eine dicke Waffe. Beim dritten Schlag ein kritischer Treffer sogar noch. Wie viel macht die jetzige Waffe?
200. Das ist schon ein bisschen mehr. Und die macht nur 60. Und eigentlich gar kein richtiger Schaden. Friert halt ein, das ist halt ganz nett. Ist wahrscheinlich sehr cool, aber wir nehmen mal das hier. Dann können wir schnell jetzt Gegner umdönneln. Dankeschön. Zerstörung. Kravimsche. Ach ja, das kann ich kurz erklären. Wir haben Teleporter. Wir gehen in die Map und können uns dann zwischen den Punkten, die wir schon freigeschaltet haben, die Teleporter hin und her seppen. Hier ganz rechts ging es ja weiter nach oben, aber ich kam nicht hoch genug. Vielleicht hat man später auch irgendwelche Fähigkeiten wie Kletterhaken und dergleichen. Weiß ich alles noch nicht. Kann ich euch nicht sagen. Ja, man sieht, was da ist. Alles klar. Okay, aber wir bleiben hier, weil wir müssen hier lang. Solid Route oder kehre um. Bezahlen. Wir haben nur 202. Ja, so ein Pech aber auch. Hallöchen. Huch. Zwei Schläge. Nicht schlecht. Also, wir machen... Ups. Wir machen Damage. Und diese... Also das Geld... Ups. Ah! Das Geld habt ihr jetzt gesehen. Da dieses Gold, was da immer wieder kommt. Aber was ihr noch nicht kennt, das sind die... Komm. Naja, geh mal vorbei. Ich komme von hinten. Ach, shit. Wenn ich denn es schaffe. Was ihr noch nicht gesehen habt, sind diese silbernen Token oder was auch immer das sind in der Minimap. Mit denen kann ich mir nämlich neue Fähigkeiten ergattern. Man dann einen weiteren Spielverlauf dann hat, ist, wenn man stirbt und wieder von vorne anfängt. Infanteriegranate. Schnell einsetzbar, aber nicht sonderlich wirkungsvoll. Hm. Aber wir nehmen sie mal mit, weil wir sie haben. Okay. Kenne ich auch noch nicht. Kam ich eben nicht. Promenade der Verdammten. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon so weit, wie ich eben war. Plus, dass es eben wesentlich länger gedauert hat. Ich gefailt bin und schon gestorben bin, bevor ich dahin kam und dergleichen. Dann seht ihr die Tür, die ich meinte, mit den 2 Minuten. Hier müssen wir 30 Gegner für töten. Vorher geht die nicht auf. Da müssen wir halt in... Ja, diese Tür wurde vor 2 Minuten und 47 versiegelt. Schade aber auch. Wir haben zu lange gebraucht. Also ganz schnell durch das Level rushen. Dann kriegt man da irgendwas. Sieh an, wen haben wir denn da? Ich bin der Sammler und hier wohl auch die einzige Person, die man als Salonfee bezeichnen könnte. Bring mir die Zellen, die du bei den anderen erbeutet hast. Ich besorge dir dafür ein paar nützliche kleine Gegenstände. Falls du einen Entwurf findest, bringe mir und ich zeige dir ein paar eher experimentelle Gegenstände. So sieht's aus, wir haben dieses tolle Blutschwert, was 12 SPS für 6 Sekunden macht. Wären also 60... 72 Schadenspunkte. Ich mache über 400 gerade mit einem Schlag. Total sinnlos. Und, das ist geil. Medizinfiole. Yeah. Wir haben einen Heiltrank. Und wenn wir Nummer 50 mehr finden, haben wir 2 Heilträge bei uns. Total praktisch. Goldreserve. Leider haben wir keine Zellen mehr übrig. Jo. Dann könnten wir 3000 beim Tod behalten. Oh, hallo. Herr Gefangener. Mutation. Wir haben kein Geld dafür. Aber ihr seht schon, es gibt jede Menge Zeug, was wir freischalten können. Es freut mich riesig, dass ich diesen tollen, stinkenden Leichenhaufen entdeckt habe. Okay. Nekrophil. Ja, ich gratuliere dir auch. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was man da drinnen alles findet. Ja, wühlen wir da drin rum. Viel Spaß. Übrigens, das mag jetzt irgendwie komisch klingen, aber du ähnelst diesen Typen irgendwie. Ja, bin ich vielleicht sogar. Wenn du deine Mutation ausgewählt hast, hallo? Ich habe kein Geld für eine Mutation. Die kosten alle... hier, die sind was billiger. Stelle 0,2 GP, also Grundpunkte oder auch Gesundheitspunkte, das wird das sein. Ich bin so ein Hörni. Ja, wieder her. Wenn ein Gegner stirbt, reduziere deine Infektionsstufe, wenn du einen Boss tötest. Bosse? Das wäre noch geil, wenn ich zeigen könnte, aber das ist alles jetzt Neuland wieder für mich. Innerlich tot. 50% nahen halte ich nicht mehr. Deine Infektion wird um 6 erhöht. Du hast zweimal so viel Munition. Ich bin Fernkämpfer, cool. Rette dich einmal, wenn du stirbst. Das ist auch nicht schlecht, ne?
ist eigentlich ganz geil. Da kommt man weiter. Aber jetzt zum Vorzeigen vielleicht besser was anderes. Oder? Nur 0,2 GP wieder her. Das heißt, 5 Gegner wäre 1%. Müsste ich 500 Gegner töten. Dann bin ich wieder voll. Das lohnt sich nicht so sehr, ne? Verkürzt die Abklingen seiner Fertigkeiten um jeden Gegner, den du nicht mehr nahm. Obwohl, später tötet man vielleicht 500 in jedem Level. Dann ist es wiederum cool. Okay, wir nehmen das da. Dankeschön! Und die Tür ging auf. Heilung! Promenade der Verdammten. Da waren wir doch gerade schon. Der bezaubernde ländliche Charme des Waldes ist einer weniger baulichen Stimmung gewichen. Hm, finde ich gar nicht. Da hängt doch irgendwas Schönes runter. Okay. Ach, diese herrlich frische Luft. Oh, hier ist es aber angenehm. Hier ist es aber angenehm. Assassinendolch. Autsch. Aber keinen Schaden genommen. Spürhund. Nehme ich da Schaden? Ah ja, okay. Ich nehme Schaden. Ah, ich wollte es ja nur testen. Ah, okay. Die kriegen hier irgendeine Energie her. Und jetzt ist sie weg. Das ist gut. Krabbensch. Hoppala. Komm her. Komm zu Papa. Fleischspieß. Ah, wir sind Fleischfresser. Her damit. Ah, ihr merkt schon. Das Spiel macht wirklich, wirklich eine Menge Laune. Es ist schön flüssig. Wo ich nochmal betonen muss, ich hoffe, die Aufnahme jetzt auch. Was ich jetzt echt schade finde, dass die Messe nicht geklappt hat. Ui. Neuer Gegner. Wow, Panik. Erstmal rausfinden, wie der kämpft. Guck, guck. Stampfattacke. Und nochmal von der anderen Seite. Haha. Es macht Spaß. Es macht einfach Spaß. Spielst du mit C60-Pad wie immer. Zack, zack. Bam. Also Xbox. Klack, klack. Und es sieht super aus. Die Figur selber ist pixeliger und verschwommenes Gesicht. Man soll es halt noch nicht sehen. Was bedeuten diese Pfeile nach unten? Gute Frage. Als der Hintergrund selber, der zwar auch Pixel und dergleichen hat, aber schöner animiert ist, das ist wie, als ob so mehrere Malereien übereinander gelegt sind. Finde ich gut. Musik, muss ich sagen, okay. Da muss man abwarten, was da noch alles so kommt. Da gibt es... Oh, eine Rose, was Neues. Da gibt es bestimmt noch ein paar coolere Tracks. Hoffen wir so ein bisschen... Ja, Mittelaltermusik hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Aber halt noch mehr mit Harfe und dergleichen, ne? Und Panflötenmusik mag ich auch ganz gerne, obwohl das ja schlecht Mittelalter, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, ne? So ein paar andere Tracks. Ich hoffe halt auch irgendwann so Tavernengedudel. Ach, die haben schon wieder irgend so eine Magie. Kann ich den vielleicht vorher irgendwo machen, bevor wir hier... Ui! Hoppala! Bums! Stampf! Stampf! Hau! Hau! Stampf! Hau! Weg! Bums! Ach, es spielt sich so geil flüssig. Es ist ein Hack'n'Slay, definitiv. Oder Action-Plattformer, wie auch immer man sagen will, aber es ist schon viel Hack'n'Slay. Aber so wunderschön und ja, sehr brutal, wenn ihr die Blutflecken und das Gemetzel seht. Das ist schon extrem, also ist nicht gerade für Kinder geeignet. Ich weiß gar nicht, auf wie vielen Jahren das ist. Ich glaube, es waren 25 € kostet es gerade bei Steam, aber ihr wisst ja, wenn irgendwo Angebote sind, dann kriegt ihr das bestimmt auch schon für unter 10er. Ich denke schon, dass es sich lohnt. Es wird extrem groß sein, wenn ich sehe, was man da an Upgrades kriegen kann. Und die Rezessionen sprechen für sich. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr geiles Spiel. Ein Gefangener. Die Haftzeit dieses Gefangenen wurde verkürzt. Oh, jo, die mussten ein bisschen Geld sparen. Schwer zu sagen, ob es ein Mann oder eine Frau war.
Und sind so abgeknabbert worden. Ja, bei dem verstehe ich nicht, aber bei dem würde ich eher sagen, ne, da sieht man nicht mehr viel. Die Krähen haben die ganze Arbeit geleistet. Wohl wahr. Können wir da irgendwie hoch? Da sind so... Schlüssel erforderlich. Wir brauchen den Gärtnerschlüssel. Da oben ist was. Kommen wir aber nicht dran. Springen jetzt ganz weit nach rechts. Aber das bringt nichts. Haben Schaden genommen? Ich weiß gar nicht. Warte, da ist was in der Truhe. Auf Geheiß des Königs müssen alle Personen, die auffälliges Verhalten an den Tag legen oder deren körperlichen Zustand sich merklich verschlechtert, umgehend inhaftiert und am Halse aufgehängt werden, bis der Tod eintritt. Oho. Sofern der Gefängnisarzt eine Infektion diagnostiziert hat. Okay. Schön, diese Ergänzung noch hinzugefügt wurde. Dass diese Ergänzung noch schon hinzugefügt wurde. Einen Augenblick lang dachte ich, wir hätten es hier mit Völkermord zu tun. Aber nur einen Augenblick, ne? Das ist echt wichtig, Mann. Warum kann ich die Tür aufmachen? Zerdeppern. Zerdeppern ist doch viel geiler, oder? Teleport. Eine Statue des Königs der Insel. Wie er mit diesem Helm wohl noch etwas sehen konnte. Vielleicht hat er irgendwelche Fähigkeiten. Ein Wurfmesser, ja. Ein bisschen lila, hauptsächlich rot, aber das können wir vergessen. Das macht viel zu wenig Schaden. Sehnenschlitzer. Schießt nahe Gegner mit Drehklingen. Okay, und wie ich sehe, lege ich den auf LT drauf. Ja, die Handgranate noch gar nicht getestet. Hier ist schon wieder so ein komisches Teil. Kann ich kitzeln? Was bringt das? Aus sowas bin ich auferstanden. Ich habe keine Ahnung. Keinen Plan. Falls ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Aber ich vermute, die paar, die mal hier reinschauen, werden es wohl auch nicht wissen. Durchqueren. Obwohl, da gab es eben noch einen Weg nach unten, ne? Ach komm, geh mal durch. Warum nicht? Rein ins Gebäude. Ins Getümmel. Schon wieder so einer. Kille, kille, kille. Kitzel, kitzel. Nimmst du. Huch! Ja, okay. So viel dazu. Du bist ein Bossgegner oder was? Aber du hast nicht so viel Energie. Das war wohl ein Bossgegner, aber ich machte zu viel Damage mit meiner Waffe, die ich da gekauft habe. Huan, gib mir Macht. Bei der Macht von Castle Grayskull. Neuer Gegenstand freigeschaltet. Rankenrune. Diese permanente Rune lässt Kletterranken wachsen. Okay, jetzt wissen wir auch, wie wir an höhere Areale kommen. Kille, kille. Ahaha. Das ist gut. Verstehe. Das heißt, haben wir das auch nach dem Tod jetzt? Ich hoffe. Aber stand ja permanent. Ne? Bams! Rüberjumpen. Schnell zur anderen Seite. Schnell ein Stück weiter, der Jump. Boah, jetzt haben wir 15 schon von denen. Geiles Ding. Sagt denn der Timer? Tick-Tack, Tick-Tack. Oh, wir haben noch ein bisschen was. Können wir noch was machen? Zu kurz. Dann war es vielleicht doch ganz gut, dass die erste Aufnahme nicht geklappt hat. Kann ich doch ein bisschen mehr zeigen. Fehlte nur der anfängliche Wow-Effekt, aber den kriegen wir hier gerade. Uah! Gerade durch ein paar andere Sachen, die ich jetzt neu entdecke. Gab's da oben noch was?
was? Nö. Das ist auch cool, dass er dann gestunt ist danach. Ja, der Kontakt ist nicht erwischt. Ui, der jumpt zur anderen Seite. Der folgt mir also. Sowas meint. Man entdeckt ständig neue Sachen. Es wird nicht langweilig, das Spiel. Macht Spaß. Oh. Damage. Dämlich war das, ne? Aber sowas von. Ah, es ist so. Es spielt sich so wie in einem Guss. Es ist total. Aber wir brauchen ein bisschen Energie. Einsammeln. Was haben wir denn hier? Spartaner-Sandalen. Und wir sollten mal. Ich mach mal LBE. Einen Trank nehmen. Wie geht das? Ah, gedrückt halten. Mmh. Und wir haben gesehen, wir können da später auch zwei von haben. Vielleicht sogar noch mehr. Bestimmt sogar. Hier gibt's nichts. Vorsichtig weitergehen. Gehen wir hier rein. Quatsch. Sollen wir das mal testen? Bitteschön. Ja, das meine ich. Ne? Also, vielleicht bei vielen Gegnern oder so ist das ein ganz nettes Gimmick, aber ich finde es jetzt nicht so prille. Ah, ich habe da unendlich von. Ja, das ist natürlich dann nicht so schlecht. Kann ich die ganze Zeit... Habe ich davon auch unendlich? Ne, davon habe ich nur eine bestimmte, oder? Ja, dann ist das natürlich was ganz anderes. Dann sollte man die ganze Zeit spammen. Oh nein, ich bin runtergefallen. Na hier, da hast du beide. Boah, und das heißt, es passiert also noch mehr auf dem Bildschirm. Hier, da habt ihr nochmal zwei. Zack, den gibt's auch noch. Ich will gar nicht wissen, was da am Ende später abgeht. Du wirst du tausend Sachen auf dem Bildschirm sehen, die gleichzeitig passieren. Wähle Upgrade. Ja, hier. Noch mehr Damage. Natürlich, was sonst? Stampfattacke. Ninja Guide. Oh, Platsch. Schlechter Ninja. Die Typen nicht aufmachen. Klopf, klopf. Wer ist denn da? Ah, okay. Obwohl, wer weiß, vielleicht öffnen die dann später irgendwann wo. Nichts zum Kitzeln, keine Kletterranke. Ich muss wohl hier drüber zurück. Gehen wir nochmal hoch. Oder ich habe was übersehen. Das kann auch sein. Babs. Ach, ich komme wieder nicht durch. Ah, lass mich vorbei. Okay, jetzt komme ich zu dem Mistsack da oben. Ich habe lange keine Nahrung mehr bekommen, ne? Es wäre mal schön, mal wieder was zu fressen. Ich komme da gar nicht hoch. Autsch! Oh, du Mistsack, das hat wehgetan. Sterben wir gleich. Klack. Also wie gesagt, sterben ist nicht so schlimm. Wir haben ja dieses Spezialteil bekommen da, dieses Hirn oder Herz oder was das darstellen soll. Das ist ja wahrscheinlich ein Herz. Und... da sollten wir ja eigentlich überleben. Juhu! Wo geht's denn hier hin? Gefängnisdächner. Wollen wir da schon hin? Da unten gibt's noch irgendwas zu entdecken. Aber da wir hier im Schnupperstunde sind, gehen wir einfach mal direkt weiter. Vielleicht kommt irgendwas Cooles. Hey, die Tür ist zu. Oh, wir haben 8 Minuten zu viel gebraucht. Wir müssen 60 Gegner töten. Wir haben zu wenig getötet. Das ist ja noch die Frage. Sehr wahrscheinlich kann man die 60 Gegner bis dahin gar nicht in der Zeit töten. Da muss man sich entscheiden, will man schnell sein oder will man viele töten. Sehr wahrscheinlich. Und man kann sich wahrscheinlich nur für eine Tür entscheiden, so wie bei den Waffen auch. Da muss man mal gucken. Hallihallöchen. Was hast du denn hier Tolles? Schade, dass wir keine 50 haben. Da würde ich mir nicht nochmal einen Heiltrank nehmen. Goldreserve bei Tod finde ich nicht schlecht. Dankeschön.
Den hätte ich gerne. Gesperrt. 9 Gegenstände freischalten. Okay. Da haben wir nämlich direkt per Zufall irgendeine Waffe, die wir schon freigeschaltet haben. Dann würde ich sagen, machen wir das in die Medizin rein. Klack, 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 klack. Bitteschön. Hallöchen. Eine Mutation verfügbar. Verkürzt die Abklingzeit deiner Fertigkeiten für jeden Gegner, den du im Nahkampf tötest. Okay. Das ist cool. Combo. Wow. Achso, sollen wir noch was wissen hier? Ah, wie können die Dusuren, hätte gesagt. Komisch, die sehen irgendwie aus wie ich. Ah, okay. Man meint ja, man findet schöne Sachen. Hat aber nichts gewonnen. Ja, du freust dich riesig, diesen stinkenden Haufen gefunden zu haben. Hab ich verstanden. Lecker. Sehr gut. Ruf nach oben. Gefängnisdächer. Die Wächter zogen sich bei den ersten Anzeichen des Siegturms auf die Dächer zurück. Gebracht hat es ihnen allerdings nichts. Okay. Was, Gegner? Eine Elite-Einheit. Autsch, jetzt bin ich dann häufig. Aber die hat geil viel Zeug hinterlassen. Anpassrune. Diese permanente Rune schaltet den Benutzer definierten Modus frei. Einfach viel zu entdecken, viel zu machen. Gutes Ding. Oh shit, oh shit. Irgendwelche Magier. Eieieiei. Jetzt geht's los. Ich hoffe, ihr haltet nichts aus. Nein, ihr haltet nicht so viel aus. Ich muss nur irgendwie schnell zu euch kommen. Bevor ihr mir hier richtig den Arsch aufreißt. Fernkämpfer. Gib das mal her. Ein Entwurf für eine neue Waffe oder was auch immer. Fähigkeit. Das Kerl ist schon mal down. Schießt nicht. Gut geeignet für Speedruns. Okay. Ach, ich dachte, ich hätte da. Ui. War das jetzt die Fähigkeit schon? Die Fähigkeit ist aufgebaut, die Mutation, ne? Ich vermute. Naja, das ist jetzt nicht mehr rot. Das war vorher rot, glaube ich, das Herz drumherum, oder? Bams, tot. Ah ne, das ist die Fähigkeit. Tot überlistet. Alles klar. Krabbümsche. Okay, nicht irgendwo nach unten springen und hoffen, dass da irgendwie weitergeht. Der hat mir gerade so viel Schaden gemacht. Was haben wir denn hier? Yay! Upgrade, natürlich! Mehr Schaden! Oh, heilen! Jupp. Ja, ich würde sagen, machen wir mal hier einen Break. Ihr habt einen guten Eindruck bekommen von dem Spiel. Ich denke, das Game lohnt sich zu kaufen. Ich hoffe, ihr seht das ganz genauso. Es scheint wirklich eine Menge Potenzial zu haben, eine Menge Spaß zu machen. Oh nein. RB hätte ich drücken müssen. Ja. Reden und gleichzeitig spielen. Aber man nimmt keinen Schaden. Das ist eigentlich Schnurz. Was passiert, wenn er mir auf den Kopf haut? Schöner Vorführeffekt. Was? Alles klar. Gehen wir mal da rein. Bis demnächst. Euer Chojin.